zurück zu Gary McLennan und Frau der Nacht. Mal gucken, ob der Typ immer noch. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schneller und eure Augen schneller sein. Dann nehmen wir mal als erstes dein Zimmerchen vor. Was ist denn alles hier so Schönes drinne? Silber. Das war schön. Oh, dann die Tu. Was? Achso, Tundra-Schreiter. Sind das sowas wie Schillig-Schreiter nur für Tundra? Krankheitsheilung. Das hätte ich in der vorletzten Aufnahmesession gebraucht, als mir seine Frau über den Weg gelaufen ist. Jägerin, die vom Vampir gebissen wurde. Beim Lager stehender Strom. Aber hey, man kann ja nicht alles haben, ne? Ohne Wigner wäre... Was? Brill, mit dir habe ich noch gar nicht geredet. Vor ein paar Jahren ging es mir nicht gut und ich begann zu trinken. Aber Wigner hat mir diese Schwäche ausgetrieben. Warum bist du... Hast du dich den Gefährten angeschlossen? Oh, ich bin selbst kein Gefährte. Ich helfe nur Wigner aus. Er hat mich aufgenommen, als ich Probleme hatte und... nun ja, ich schulde ihm was. Ja, dein Leben. Es besteht immer noch die Gefahr eines Drachenangriffs. Hä? So sagen die ihm das. Und wir haben alles Mögliche unternommen, um uns darauf vorzubereiten. Aber denkt daran, dass die Gefährten aus Weißlauf stammen. Jeder Drache, der hierher kommt, kann sich auf eine Überraschung gefasst machen. Yay, Überraschungen! Lebt wohl, meine Dame. Überraschungen! Ey! Feendoll! Oh, halt. Freund, Brill, schieb mich nicht durch die Gegend, du kleinen Schieber. Mir sind all meine geistigen Getränke ausgegangen und, wenn ich es mal so sagen darf, Abstinenz ist stark überbewertet. Du solltest mal dafür sorgen, dass der Alkohol in deinem Leben stark überbewertet ist. Ne? Wenn ihr mich jetzt steht's wollt, auf! Was? Schicken es gegen Alkohol! Ach, naja, ich trinke ja keinen. Wenn Leute trinken, dann sollen sie es doch. Aber in Maßen. In Maßen. Alles muss man in Maßen genießen. Sagt diejenige, die gefühlt 700 Folgen im Voraus aufnimmt. Ich kann euch nicht bei allem helfen. Ich hab doch jetzt gar nichts gemacht. Ich wollte nur in ein Fass reingucken. Also manch, was denn jetzt? Manche Leute sind echt, ne? Nicht zu fassen, nicht zu fassen. Wie unhöflich! Ich suche immer noch, ne? Farkas Bruder Wilkas. Hab ihn doch gar nicht gesehen. Wir wollen doch auch seine Geschichte wissen, die wahrscheinlich sowieso die gleiche sein wird wie bei Farkas. Das ist doch immer dasselbe. Je mehr dasselbe. Und ich mache auch immer dasselbe. Ich komme in irgendein neues Gebiet und direkt erstmal alles ausräumen. Checken, checken, checken. Lösegeld für Zarek. Ach, wo, was auch immer Zarek ist, wahrscheinlich eine Stadt oder so, wurde es gefangen genommen. Oh. Ein Gold! Wie großzügig! Seid ihr denn? Ignorier mich einfach, ja? Ich stehe hier nur rum. Nehme mal ein bisschen Salz mit.
Ich hoffe, ihr habt nicht vor, mich zu bestehlen. Dich nicht, aber das Fass. Es sei denn, du bist ein Fass. Und Apfelkuchen. Kuchen! Da eigentlich eine Lüge ist. Kuchen, wieso existierst du, wenn du eine Lüge bist? Ja, ich glaube, ich habe gerade Wilkas gefunden. Der hat gerade ein Date mit Kotluck. Egal. Trollpfett. Experte? Für einen Elfenbogen? Wann darf ich eigentlich Elfendinger schmieden? Auf 30. Hier könnte ich Stahl. Eisgeistzähne. Da kann ich nicht wegstipitzen. Schwäne Eisgeistzähne. Schafmützlers. Das ist ja eigentlich für Scharfschütze, ne? Schlachterfischeier. Verschiedenen Größen. Interessant. Nettes Detail. Soll ich das mal versuchen mit dem Expertenschloss? Oh. Aus dem Weg gehen soll. Mach nicht einen auf Lydia. Mann, immer dieses Lydia-Syndrom. Erstmal muss ich den richtigen Winkel finden. Ja, das sieht schon mal gut aus. Die Frage ist, weiter nach außen oder weiter nach innen? Weiter nach innen. Sehr schön. Ich hab 9 Bogen. Ach, 14 Schaden. Aber dafür bin ich mal wieder zu schwer belastet. Ja. Aber wenn ich die ganzen Erzklumpen zum Barren, dann würde ich das eh halbieren. Nee, warte, wird gar nicht. Was rede ich da? 2 Erze, 1 Barren, doch. Ja. Müssen wir halt dann bis dahin ein bisschen langsamer laufen. Sekunde. Schrank, warst du schon, Chicken? Was ist draußen? Was ist draußen? Kann man auch einkaufen gehen? Silberbahn. Kann ich mir wieder ganz viele Silbersachen schmieden? Ja. Ganz viele Schmuckgegenstände, die man dann alle schön verkaufen kann.
Honigschnitten. Ach komm, ja. Take it. Take it all. Tollkirsche! Tollkirsche. Noch ein Expertenfloss, was haben wir denn da drin? Eigentlich nur ein Kurz war vorbei. Egal, mach ich trotzdem auf. Einfach nur für Schloss knacken. Eine Dolche wollen wir nicht, oh. Eine Dolche wollen wir nicht. Dolche zu haben ist illegal. Ich komme am anderen Ende noch an, keine Sorge. Es dauert nur ein paar Sprünge. Wieso kann ich auch noch nicht abrollen? Warum muss man totaler Oberpro im Schleichen sein, um das zu können? Voll fies. Ich rolle doch so gerne durch die Welt. Rolling, rolling, rolling. Taurus-Eier. Jetzt habe ich dann im gegenüberliegenden Raum Spinneneier. Der Trunk des Sahitas. Ein Holzteller! Ein Holzteller! Oder habe ich eventuell auch mal wieder ein paar Tränke. Tränke, Zaubertränke. Ach, Scharfschütze ist leichte Rüstung. Muss ich auf meine Waffe packen. Und ich packe auf meinen Bogen. Bögen machen mehr Schaden, weil sie super sind. Eigentlich, naja. Falschen, bessere Preise. Ich denke ihn sicherlich nicht dran, den Trank zu benutzen, also von daher. Ich könnte auch einfach den Orkbogen rauswerfen. Starkes Gift der Ausdauer. Ein Hut. Das ist aber mehr eine Kapuze als ein Hut. Ein Hut. Spring durch die Welt von Jobaska! Wir die wahre Barentia. Sie ist überall. Fedal, aus dem Weg. Ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden.
Lass das meine Sorge sein. Worum geht es?